Ja, Jesus lebt, Halleluja, er ist viva, er ist lebendig und er ist heute Morgen auch hier. Und ich wünsche mir von Herzen, dass wir ihm, dem Auferstandenen, heute Morgen auch ganz persönlich begegnen dürfen. Dafür ist Jesus auferstanden, für dich und mich. Ja, eine der ältesten Darstellungen des Kreuzes, was da geschehen ist am Kreuz, ist eine Karikatur auf dem Palatin in Rom. Das ist einer der sieben Hügel in Rom, wo Rom ursprünglich gebaut wurde. Und da ist in einer ehemaligen Wachstube der kaiserlichen Garde, ist in groben Zügen ein Kreuz an die Wand gekritzelt worden. Ich habe euch diese Zeichnung hier mitgebracht. Also meine Tochter kann besser zeichnen, würde ich sagen. Aber an diesem Kreuz hängt ein Mensch mit einem Eselskopf. Und davor kniet ein Soldat in der Rüstung eines römischen Legionärs. Und daneben stehen die Worte, Alexamenos, heißt der Mann, betet seinen Gott an. Alexamenos betet seinen Gott an. Offenbar hat es in der kaiserlichen Garde damals einen Soldaten gegeben, der Alexamenos hieß. Und der hat sich offenbar zu Christus bekennt. Und seine Kameraden haben ihm bescheinigt, was sie davon halten, wenn jemand Christus anbetet. Wer an einen gekreuzigten Gott glaubt, der ist ein Esel. Der ist dumm, oder? Und irgendwo stimmt das auch. Wer an einen gekreuzigten Gott glaubt, der glaubt ja an einen toten Gott. Und an Karfreitag war Jesus wirklich tot. Liebe Freunde, Jesus war tot. Um sicherzugehen, dass Jesus wirklich tot war, stoß ein Soldat sogar eine Lanze in die Seite von Jesus hinein. Und neben Blut kam auch Wasser hinaus, also Blut tropft heraus und Wasser spritzt heraus. Und das Wasser, das hat sich während dem langen Todeskampf in der Lunge und in den Herzmembranen angesammelt, habe ich gelesen. Und der Römer, der durchstieß mit seinem Speer von unten her, von der Seite, unten durch den Körper, durch die Lunge ins Herz hinein. Also er traf den rechten Lungenflügel und er traf das Herz mit seiner Lanze. Und dies war eine gängige Praxis, um sicherzugehen, dass der Hingerichtete auch wirklich hingerichtet wurde, dass er wirklich tot war. Und das Wasser, das herauskommt, wir lesen das in den Zeugnissen der Evangelien, das Wasser war das Zeichen, dass Lunge und Herz getroffen wurde und Jesus wirklich tot war. Jesus war tot. Und mit Jesus war alle Hoffnung tot, die die Menschen auf Jesus gesetzt haben. Und das war keine Schwarzmalerei, ja, Jesus ist tot. Nein, Jesus war wirklich tot, es war wirklich so, das war eine Realität. Jesus ist gestorben. Der Herr und Meister, Jesus, von dem viele geglaubt haben, das ist der Messias. Ja, viele haben gesagt, er ist der Sohn Gottes. Der ist nun gestorben und er verwest in einem Grab. Der angebliche Retter, der kann nicht mehr retten. Nein, der ist tot. Das angebliche Licht der Welt hat ausgeleuchtet. Da ist kein Licht mehr da. Es ist nur noch Dunkelheit. Es ist in der Dunkelheit des Grabes verschwunden, dieses Licht der Welt. Oder das Brot des Lebens. Ja, dieses Brot verdirbt nun im Grab. Der Weg, die Wahrheit und das Leben, das hatte Jesus gesagt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist ein Weg in die Sackgasse. Ja, dieser Weg, dieser Jesus, der endete im Tod. Und wer jetzt noch an Jesus glaubt, wer an diesen Gott im Grab glaubt, der ist wirklich ein Esel, oder? Haben die Kameraden von Alexamenos doch recht? Zum Glück, wir wissen ja, dass die Geschichte von Jesus nicht an Karfreitag endete. Wir wissen das. Die Freunde von Alexamenos haben das nicht gewusst. Das wurde auch vertuscht und da gab es Verschwörungstheorien, dass das Grab nicht wirklich leer war, dass Jesus gestohlen wurde. Also es wurde alles getan, damit die Leute nicht glauben, dass Jesus wirklich auferstanden ist.
Aber in Wirklichkeit war es so, dass nach 3 Tagen kam ein Engel zum Grab. Und ein großer Stein war ja vor die Öffnung des Grabes gerollt worden. Und die damalige Weltmacht, das Römische Reich, hat ein Siegel an diesen Stein angebracht, sodass niemand, auch wirklich niemand, auf die Idee kommt, dieses Grab zu öffnen. Das war versiegelt, dieses Grab. Aber der Engel Gottes, der schert sich nicht um dieses Siegel. Das ist ihm egal, dieses Siegel. Er brach dieses Siegel auf, er rollte den Stein weg und Jesus wurde auf den Befehl Gottes hin von den Toten auferweckt. Halleluja! Der Herr ist auferstanden. Das müssen wir noch ein bisschen üben. Genau, wir müssen uns auch einigen. Wir machen so, er ist wahrhaftig auferstanden, okay? Der Herr ist auferstanden. Sehr gut, Halleluja. Wir machen am Ende noch einen Contest gegen die Kinder. Also das müssen wir jetzt noch ein bisschen üben. Und wenn das wirklich wahr ist, wenn Jesus wirklich auferstanden ist, ich meine, dann gibt es wieder eine Perspektive. Wir müssen verstehen, nach der Kreuzigung am Karfreitag war nicht nur Jesus klinisch tot, sondern auch seine von ihm ins Leben gerufene Bewegung. Oder diese Jünger, die haben ihr Leben für Jesus gelebt. Aber jetzt gibt es ja da nichts mehr, wofür sie leben konnten. Und sie gingen zurück in ihre alte Berufe. Aber wenn Jesus jetzt wirklich wieder lebt, dann, ja, dann gibt es Zukunft und Hoffnung. Dann sind ja alle seine Botschaften und Verheißungen nicht mit Jesus im Grab gestorben, sondern sie sind Realität und mit ihm auch auferstanden. Dann ist Jesus wirklich der Retter dieser Welt. Dann ist Jesus wirklich das Licht der Welt. Dann ist Jesus wirklich das Brot des Lebens und er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Paulus formuliert das folgendermaßen: Was immer Gott an Zusagen gemacht hat, in Jesus und im Kontext dort vom Evangelium, die Kreuzigung und Auferstehung, in Jesus findet sie alle ihre Erfüllung. Also mit anderen Worten, die Auferstehung von Jesus ist das Ja und das Amen auf alle Verheißungen in der Bibel, auf alles. Ich meine, wenn Gott Jesus von den Toten auferweckt, dann kann er alles erfüllen, was er jemals verheißen hat. Die Auferstehung ist das Ja und das Amen, dass Gott sein Wort auch hält. Und das bedeutet für uns heute Morgen auch, weil Jesus vor fast 2000 Jahren von den Toten auferstanden ist, sind wir, also du und ich, wir sind berufen, ein verheißungsvolles Leben zu leben. Es stimmt wirklich, was in der Bibel steht. Wir können darauf bauen, wir können unser Leben auf diese Botschaft, können wir unser Leben verankern. Der Herr ist auferstanden. Und deshalb können wir verheißungsvoll unterwegs sein. Und die ersten Christen, die lebten wirklich so wortwörtlich mit diesem Auferstehungsglauben. Das hat etwas bewirkt in ihrem Leben. Der totgesagte Jesus ist wieder da. Und die von ihm gestartete Bewegung, also seine Kirche, die wurde erst jetzt so richtig lanciert mit seiner Auferstehung. Jesus kam wieder, um zu bleiben. Seit 2000 Jahren breitet sich seine Bewegung auf dieser Welt aus. Die Auferstehung von Jesus hat eine unglaubliche Dynamik ausgelöst. Und die Jünger, die waren von nun an bereit, alles zu geben für diesen Jesus. Sie waren bereit, ich lebe nun für Jesus. Und sie rückten von diesem Glauben, rückten sie nicht ab, nicht mal unter schwerster Folterung oder Androhung von Tod. Sie rückten von diesem Glauben nicht mehr ab. Sie lebten für Jesus, weil sie wussten, es ist alles wahr, was dieser Jesus gesagt hatte. Jesus lebt und mit ihm auch wir. Und sogar wenn wir sterben, leben wir.
weil auch Jesus den Tod überwunden hat. Und das ist christlicher Glaube und das hat eine unglaubliche Dynamik ausgelöst. Dieses Statement, der Herr ist auferstanden, dieses Statement wurde in der ganzen Kirchengeschichte seit der Auferstehung unglaublich angegriffen. Und sogar heute, nicht wenige Theologen heute, die zweifeln sogar an der leiblichen Auferstehung Jesu Christi. Das müsst ihr mal googeln, da gibt es viele wirklich Theologen, die sagen, ja, das muss man metaphorisch verstehen, oder? Also Jesus lebt in den Menschen weiter, die nach seiner Lehre leben, oder? Also das ist so, die Auferstehung muss man so verstehen. Und gerade gestern habe ich gelesen, dass der Gedanke, dass Jesus auferstanden war, das war so die Trauerbewältigung der Jünger. Die haben sich das eingebildet, ist ganz logisch. Die haben gedacht, sie haben Jesus gesehen, weil sie so traurig waren. Also unglaublich. Neue Umfragen, also die neueste, die ist von 2022, die sagen, dass 25% der Schweizer Bevölkerung, die glauben noch, dass an der Auferstehungsgeschichte etwas dran ist, also dass da irgendetwas passiert ist. Immerhin 25%. Aber das bedeutet auch, 75%, die glauben, dass das ein Märchen ist, diese Auferstehung. Das heißt, also gehen wir mal davon aus, 8 Millionen Schweizer, oder? Von diesen 8 Millionen Schweizer glauben 6 Millionen, dass Jesus nicht wirklich auferstanden ist. Und versteht ihr, wir müssen verstehen, wenn es nur symbolisch war, dass Jesus auferstanden ist, wenn es irgendwie metaphorisch war oder so, dann hat die Auferstehung nicht mehr Kraft als die Geschichte vom Osterhasen. Dann macht das keinen Sinn, dass Jesus gestorben ist. Ein normaler Mensch dort gestorben. Und ein normaler Mensch kann nicht die Sünde der Welt tragen. Und ich würde sagen, einfach mal, ein Glaube, der sich nicht auf Jesus als Auferstandenen gründet, ist nicht christlich. Und das sage nicht ich, sondern ich glaube, das sagt auch Paulus in seinen Lehren. In der Hälfte seiner Briefe geht der Apostel Paulus ausführlich auf die Auferstehung ein. Das war ein zentrales Thema seiner Lehre. Und das bedeutet, christlicher Glaube ist Glaube an die Auferstehung Jesu. Paulus schreibt zum Beispiel an die Korinther, wäre aber Christus nicht auferstanden, wäre das nicht passiert, wäre das nur metaphorisch gewesen oder so, so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn. Und euer Glaube hätte keine Grundlage. Mit Recht könnte man uns dann vorwerfen, wir seien Lügner. Hey, dann macht es keinen Sinn, was wir hier machen jeden Sonntag, wenn Jesus nicht wirklich auferstanden wäre. Und es scheint so, als ob Paulus hier in diesem Korinther 15 die Korinther an der Schulter packt und sie durchrüttelt und ihnen immer wieder sagt, der Herr ist auferstanden. Das war für ihn so zentral. Wir lesen danach weiter. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nichts als Selbstbetrug. Und ihr seid nach wie vor in euren Sünden gefangen. Ja, logisch, oder? Dann ist einfach ein Mensch gestorben, der tot blieb. In diesem Fall wären alle Menschen, die im Glauben an Christus gestorben sind, verloren. Wie traurig wäre das, oder? Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die bedauernswertesten Menschen auf dieser Welt. Mit anderen Worten, wir wären wirklich Esel, oder? Wir wären wirklich die Dummen, wenn wir an so etwas glauben würden. Aber ich habe die tiefste Überzeugung, dass wir eben keine Esel sind. Wir sind keine bedauernswerten Menschen. Das sagt auch Paulus. Er sagt dann im Vers 20 und 21, doch es verhält sich ja ganz anders. Also wir sind keine Esel, oder? Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, die Gewissheit, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind und sterben werden, auferstehen werden. Halleluja. Das Evangelium, die Botschaft des Kreuzes und der Auferstehung Christi ist das Versprechen Gottes an alle Glaubenden. Es braucht schon Glauben dafür. Dass er uns Zukunft und Hoffnung gibt, die über den Tod hinausgeht. Das ist das Evangelium, das ist der christliche Glaube.
Und wenige Jahre später, nachdem Paulus diese Worte aus Überzeugung geschrieben hat, wird er für diese Überzeugung seinen Kopf auf einen Henkersblock legen und ihm wurde der Kopf abgehauen. Im Jahre 64 war das unter Kaiser Nero und der damaligen Christenverfolgung wurde auch Paulus getötet. Das Werk von Jesus, sein Tod und seine Auferstehung war so stark verankert im Leben von Paulus, dass er bereit war, für diesen Jesus zu leben, aber er war auch bereit, für diesen Jesus zu sterben. Und zu diesem Gedanken, diese Auferstehungshoffnung verankert zu haben im Leben, möchte ich noch ein paar Gedanken dazu euch mitgeben. Weil diese verankerte Hoffnung, die Paulus hatte in seinem Leben, die beschrieb er einige Jahre zuvor an seinem Brief an die Hebräer. Es ist nicht ganz klar, ob Paulus wirklich diesen Brief geschrieben hat, aber man geht heute wirklich davon aus, dass er das geschrieben hat. Und zwar lesen wir jetzt in Hebräer 6, 19 bis 20, da schreibt Paulus, diese Hoffnung, also vorher beschreibt er das Evangelium, ist für uns ein sicherer und fester Anker, der hineinreicht in den himmlischen Tempel, bis ins Allerheiligste, hinter dem Vorhang. Und dorthin ist uns Jesus vorausgegangen. Was für ein wunderbarer Vers, dieser Vers aus Hebräer 6. Ich finde das auch ein großartiges Bild. Wisst ihr, das Evangelium lädt uns dazu ein, dass wir unser Leben festmachen in Jesus. Dass wir unser Leben Jesus geben und bei ihm festmachen. Dass wir unseren Lebensanker bei Jesus auswerfen. Dazu lädt uns das Evangelium ein. Und dann heißt es, dass Jesus uns vorausgegangen ist in die himmlische, in die neue Welt. Und mit ihm unser Anker, mit Jesus geht unser Anker in diese himmlische Welt und dieser Anker machte Jesus fest in dieser neuen Welt. Ich habe da hier ein Seil mitgebracht, einfach um das zu verdeutlichen. Wir machen unser Leben fest am Werk von Jesus Christus und Jesus ging voraus und wir sind nun verbunden, kannst noch sitzen bleiben, genau, hält das einfach. Wir sind verbunden mit Jesus und dem Himmel. Wenn wir unseren Anker bei Jesus auswerfen, dann ist da eine Verbindung bis zum Himmel. Jesus ging voraus und hat dort unseren Anker, unsere Hoffnung festgemacht. Und ich glaube, dass Paulus und die Jünger haben ihren Anker wirklich, ihr ganzes Leben an Jesus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, festgemacht. Und so waren sie bereits verbunden auf dieser Welt mit einer größeren Realität, mit der himmlischen Realität, mit der himmlischen Welt. Und sie konnten so auch ein Leben für Jesus leben. Und sie konnten sogar ihr Leben geben für Jesus. 11 der 12 Apostel haben den Märtyrertod gestorben. Und sie konnten ihr Leben auch geben für Jesus, weil sie verbunden waren mit diesem Jesus und der Hoffnung auf Zukunft in der himmlischen Welt. Frage, wo hast du deinen Anker ausgeworfen? Im Moment vielleicht, wo ist dein Leben angebunden? Wir können unser Leben auch an weltliche Dinge binden. Wo ist dein Anker? Für was lebst du? Für was gibst du dein Leben, deine Lebenszeit hin? Das sind Fragen, ich glaube, die uns auch Ostern stellt. Karfreitag und Ostern lädt uns nämlich zu folgendem ein, müsst das mal lesen. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende der Herr sei. Diese Hoffnung, das Evangelium, ist für uns ein sicherer und fester Anker. Ich möchte diesen Vers aus Hebräer noch mit einem Bild unterstreichen. Rolf hat es schon angetönt. Und das ist mir so, dieses Bild ist mir in den Sinn gekommen, als ich diese Osterbotschaft vorbereitet habe.
Wer kennt den Film 1492, die Eroberung des Paradieses? Hat jemand diesen Film gesehen? Das ist von Christoph Kolumbus. Genau, müsst ihr mal schauen, ein unglaublich toller Film. Und da geht es eben um diese Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus. Und es ist eine unglaublich hoffnungsvolle Geschichte, eine leidenschaftliche Geschichte. Also diese Hoffnung auf neuen Lebensraum in Amerika, auf neue Wege. Sie wollten eigentlich Indien finden, haben dann aber Amerika entdeckt. Und Kolumbus hat ja aus der Perspektive der Europäer eine neue Welt, einen neuen Kontinent entdeckt. Und das Datum 12. Oktober 1492 wird als ein Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit verstanden. Also da hat sich ganz vieles verändert. Ich möchte euch einen kurzen Ausschnitt aus diesem Film zeigen. Und in den nächsten Jahrhunderten wurde Amerika ein Zufluchtsort, ein Ort der Zukunft und Hoffnung für viele, viele Europäer. Auch für viele evangelikale Christen, die von den Staatskirchen verfolgt wurden. Und deshalb hat es auch in Amerika heute einen hohen Anteil evangelikaler Christen in Amerika. Und der Titel des Films ist eben die Eroberung des Paradieses. Und das stimmt natürlich mit Amerika nur teilweise, oder? Also die Hoffnung auf ein besseres Leben in Amerika hat sich nicht bei allen Leuten erfüllt. Und mit den Europäern kam auch ganz, ganz viel Unrecht und Grausamkeit, Blut und Tränen, vor allem für die damalige Bevölkerung dort, für die indige Bevölkerung Amerikas und auch für die schwarzen Sklaven dann. Das war eine ganz traurige Geschichte. Aber ich möchte euch hier den Link zu Christus und Ostern jetzt geben. Kolumbus hat vor Amerika den Anker gelichtet, er hat den Anker gesetzt und er wurde so zu einem Vorläufer für viele, viele Europäer, die ein neues Leben dann in Amerika begonnen haben. Aber im Gegensatz zu Kolumbus hat Jesus das Paradies nicht nur für die Europäer erobert. Nein, er hat das Paradies im Himmel mit seiner Auferstehung für die ganze Welt erobert, auch für dich und für mich. Die Auferstehung Jesu Christi ist nicht einfach ein Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit. Nein, sie ist der Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit. Es gibt ein Vor-Christus und es gibt ein Nach-Christus. Jesus hat diese Welt grundlegend verändert und er möchte auch deine Welt immer wieder grundlegend verändern. Er möchte auch dein Wendepunkt sein, dein persönlicher Wendepunkt in deinem Leben. Und vielleicht darfst du heute das erste Mal bei Jesus den Anker auswerfen. Oder wieder ganz neu deinen Anker nehmen und auf den Auferstandenen werfen, bei ihm ankern, bei ihm dein Leben festmachen. Ich möchte euch alle ganz herzlich dazu einladen. Auch während dem Lobpreis, macht euer Leben wieder neu bei Jesus fest, denn er ist auferstanden. Wahrhaftig, Jesus ist auferstanden. Und die Auferstehung, die verspricht uns nicht nur neues Leben, wie Amerika, sondern sie verspricht uns ewiges Leben, ein Leben nach dem Tod bei unserem Herrn Jesus Christus. Und wie gesagt, Kolumbus, er war der Vorläufer für viele, viele Europäer. Und Jesus Christus, er ist dein und mein Vorläufer. Jesus ging voraus bis in den himmlischen Tempel, bis dorthin, wo Gott wohnt.
Er hat deinen Anker nicht irgendwo vor der Himmelstür gesetzt, oder? Und den Rest musst du dann noch schwimmen. Nein, so ist Jesus nicht. Er hat dein und mein Anker wurde von Jesus selbst im Allerheiligsten festgemacht. Und dieser Anker, der reicht bis zum himmlischen Paradies. Man sagt ihm auch Heilsgewissheit. Unser Heil ist fest in Jesus. Er ist vorausgegangen. Jesus befindet sich bereits an Land, in der Herrlichkeit. Und im Glauben sind wir durch Jesus mit dieser Herrlichkeit Gottes verbunden. Und das gibt natürlich Freude und Kraft und Mut und Zuversicht und Hoffnung für dieses Leben auf dieser Welt. Also wir sind verbunden mit dieser Herrlichkeit, oder? Da erlebt man etwas, Jesus lebt und wir dürfen das auf dieser Welt schon erfahren, weil wir verbunden sind mit der himmlischen Welt. Es gibt uns aber auch eine Perspektive, liebe Freunde. Und ich weiß, einige von euch freuen sich so fest darauf, auf diese Perspektive. Weil die Perspektive lautet, Tag für Tag wird dieses Tau kürzer, oder? Wir gehen immer näher. Wir sind verbunden und Jesus zieht uns Tag für Tag näher in seine Herrlichkeit hinein. Kannst doch schnell da bleiben, Rolf, gell? So als Beispiel, genau. Wir werden näher zu unserem Vorläufer gezogen. Das ist dieses Heimweh, das Rolf angetönt hat. Und schließlich eines Tages werden wir das Ufer des Himmels erreichen. Das ist gewiss, wie das Amen in der Kirche, sagt man doch so schön. Und vielleicht werden wir dann auch die Jünger sehen und Paulus und auch Alexamenos und viele andere. Ich weiß nicht genau, wie das sein wird, wenn wir die Küste des Himmels erreichen werden. Wer aber ganz bestimmt da sein wird, ist dein Vorläufer, Jesus Christus, der darauf wartet und dich begrüßen wird. Und er sagt auch, damit auch ihr da seid, wo ich bin. Was für ein wunderbarer Glaube wir doch haben, dieser christliche Glauben. Ich würde sagen, wer sein Leben nicht bei Jesus festmacht, wer nicht an ihn glaubt, der ist ein Esel. Wir haben so eine wunderbare Botschaft, glaubt an ihn. Sei kein Esel an diesem heutigen Morgen, sondern wirf deinen Lebensanker auf Jesus Christus und mach dein Leben fest bei dem, der auferstanden ist. Amen. Und wir wollen jetzt in den Lobpreis gehen. Wir wollen diesen auferstandenen Jesus anbeten. Wir wollen vielleicht auch wieder neu unser Leben ihm hinlegen, bei ihm festmachen. Und über die Freude des Sieges, den Jesus errungen hat, über den Tod, und dass er uns die Herrlichkeit errungen hat, werden wir auch noch, wir haben hinten noch Fahnen, da gibt es einige Leute, die diesen Sieg mit den Fahnen unterstreichen. Jesus hat gesiegt und die Kinder werden dann nach dem dritten Lied auch noch hineinkommen und diese Fahnen schwingen. Und wenn jemand von euch gerne Fahnen schwingen möchte, dürft ihr einfach nach hinten gehen. Dort wird Mary sein und wird euch gerne eine Fahne in die Hand drücken. Aber es geht da nicht um die Fahne, es geht um den Sieg von Jesus Christus. Er hat gesiegt, den Tod überwunden und das wollen wir jetzt feiern, liebe Gemeinde. Jesus lebt und mit ihm auch wir. Lasst uns eine lebendige Gemeinde sein, die den Auferstandenen feiert. Amen.